Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Irgendwo sind hier noch Bienen. Machen mich schon wieder ramdösig. Ja, ich bin hier gerade noch dabei. Ihr seht, einen Aufgang zu machen. Ich wollte mal gucken, wie es von unten ausschaut. Sieht jetzt gar nicht ganz so beschissen aus, wie ich dachte. Ah, ich werde das so lassen, ey. Man könnte natürlich auch das wegnehmen, dass man nur so zwei hat, dass man hier vielleicht die Kante besser hat. Was können wir mal an der anderen Seite so bauen? Dann können wir mal gucken, was besser aussieht. Ich denke, das ist eine ganz gute Option. So. Ja, hier habe ich halt jetzt so... ja, so Healing-Ecke gemacht. Ne? Das sind halt diese Regale hier einfach. Hier einfach Storage-Behälter. Zwei Waschbecken. Die passen da halt ganz gut hin. Ein paar Regale hingehangen. Ansonsten habe ich hier überall Cooking Pot und Grill reingemacht. Ja, und ansonsten hier ein bisschen Zeug schon mal einsortiert. Nichts Wildes. Ja, das ist halt, was ich gemacht habe. Jetzt wollte ich hier noch eben den Aufgang machen und dann wollte ich einmal von oben gucken, wie wir das schön machen können. Ich muss hier leider erst eine Plate setzen. Weil sonst klappt das mit den Geländerdinger nicht. So, wir könnten das hier nämlich einfach auch so machen. Und hier dann die Leitern dran. So. Und dann nehmen wir einfach so. Und so. Dann hätten wir halt nur so eine Zweier Kabine hier. Also hochkommen wir, gar kein Problem. Und dann könnte man hier oben noch ein bisschen machen. Jetzt gucken wir uns mal von unten an, was besser aussieht von den beiden Möglichkeiten. Und das werden wir dann einfach nutzen. Wie gesagt, das ist ja jetzt hier auch noch nicht so Hightech bauen. Das sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich dachte. Aber man sieht halt so mit dieser Ecke. Ja, ansonsten könnten wir natürlich noch Dreiecke benutzen. Das würde wahrscheinlich auch noch gehen. Schwierig, oder? Sieht das schon fast besser aus, glaube ich. Wie dieses Dreier-Ding hier. Aber wir könnten ausprobieren, wenn wir da Dreieck dran machen und da vielleicht auch Dreieck. Das könnten wir uns vielleicht noch einmal angucken, aber ansonsten werden wir das Zweier nehmen. Ja, weiß ich nicht. Verunstaltet jetzt vielleicht so ein bisschen, aber wir wollten ja eh noch so ein paar Deko-Elemente dran machen. Also von daher gucken wir mal. So, dann brauche ich erst... Nauchsteg, nur Schrägplatte. Es gibt aber auch eine richtige Platte eigentlich schräg, oder? Genau. So. Eins. Zwei und dann. Boah, gibt es die nur nicht mit Geländer oder was? Boah, hier, die ganze Mist kriegst du mit Geländer oder was? Aber kein. Doch, es gab die doch. Hier ist er doch. Wollte doch sagen, ey. Ist natürlich ein bisschen knapp dann hier mit hoch und runter. Mit der Leiter. Aber muss man halt ein bisschen üben.
Ja, wir könnten es natürlich auch zwei rausmachen. Ich glaube, mit dem Dreieck sieht schon nice aus, glaube ich, von unten. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ist zwar ein bisschen fummeliger mit hoch und runter, also mit runter. Hoch sollte es easy peasy gehen. Ja, viel besser. Viel besser, ja, das gefällt mir gut. Ja, wir machen das. Könnt natürlich auch die Leiter einfach mittig machen, ne? Das können wir auch machen. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Aber das sieht doch sogar richtig gut aus. Aber da müssten wir halt hier immer dran springen. Ist halt ja, okay. Sollten wir eigentlich auch nicht runterplumpsen. Eigentlich, ne? Alter, was ist denn hier eigentlich los heute? Hier kommen in einer Tour Zombies. Alter, Betty, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, moin. Alles klar bei euch? Alto Belly, sind dir schon mal ein Käfken? Die kommen ja noch niemals hier rein. Sind dir schon mal eine Heilung? Ah ja, das sind doch locker 50 Stück. 2396. Vorsicht! Nicht drängeln! Alter, Betty. Boah, ich merke halt gerade so richtig krass den Unterschied zum Server. Zu unserem Community-Server. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben einen Community-Server. Wer Bock hat, dort zu spielen, meldet euch bei mir im Discord. Also da spielen wir aktuell auf dem Schwierigkeitsgrad Krieger. Und das ist gerade ein Unterschied wie Tag und Nacht, Alter. Da haue ich halt mit dem Basie maximal zweimal mit dem Powerschlag. Versteht's leider noch nicht, warum die nicht durch die Türen kommen hier. Bei der Butze. Das lässt halt die Frage aufkommen, ob das mit den Türen klappt bei selbstgebauten Butzen. Ich habe so die Befürchtung, dass das wirklich nur klappt, wenn man so eine vorhandene Base benutzt. Was sehr schade wäre. Kann natürlich liegen, weil es hier, dass wir das auf Stahl aufwerten müssen. Also müssen wir dann mal raus triggern. So, ja gut, es sind natürlich einige des Spikes kaputt gegangen. Ja gut, ich habe 25 getötet. Also ich denke mal so 5 bis 10 sind auf jeden Fall noch in des Spikes kaputt gegangen. Aber... Lol. Hört der Sound sich anders, wenn er hinter mir wäre. Aber es sieht schon cool aus, wenn so eine Wanderhorde kommt, ne? Das gefällt mir sehr gut. Und das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Mit der Leiter weiß ich noch nicht... Ob wir die da drüber machen oder doch besser rechts und links. Also da drüber sieht jetzt nicht so nice aus. Wenn ich ehrlich bin. Ich bräuchte aber auch mal eine Tür eben. Hm.
Nehme erstmal eine normale Eisentür, weil da brauche ich keine Federn. Aber wir haben genug Federn eigentlich. Ja, dann können wir auch gleich eine richtige Tür nehmen. Wie hießen die hier nochmal? Türchen. So, Tür war das. Mechanische Teile, sieht es da aus? Wahrscheinlich schlecht, wie immer. Aber können uns noch eine leisten. So. Ja, perfekt, ey. Das feiere ich schon ein bisschen hier, muss ich sagen. Ja, natürlich gleich auf Stahl aufgewertet, wegen der Sicherheit. Aber ich glaube... Warte mal, mach mal den Stahl eben hier rein. Ich nehme den nochmal weg. Ich will dich ja gerade... es gab auch mal einen Steg, wo du durchgucken konntest. Aber da kannst du wahrscheinlich auch nicht durchschießen. Und ich glaube, wenn ich den aufwerte, ist er eh... warte mal eben. Immer den Block her hier. Hier, dieser. Diese Geschichte. Weil hier könnten wir ja auch... Gibt es denn Iron Bars Dreiecke? Gab es auch, oder? Oder gab es sie nicht? Nee, gab es nicht, ne? Sieht schlecht aus. Heißt das denn eigentlich immer Dreieck dann hier, oder was? Schräg heißt das. Ich gucke mal nach schräg. Nee. Gut, da müsste ich gucken, ob wir den... Obwohl, aber hier brauche ich ja eigentlich keine Platte darunter machen. Sieht zwar scheiße aus, aber... Ja gut, da sehen wir auch nicht wirklich was durch, ne? Ja, ein bisschen wird man durchsehen, ne? Die Frage ist, können wir da durchschießen? Nein, können wir nicht. Schade. Naja, gut, dann haben wir Pech gehabt. Dann haben wir Pech gehabt. Dann können wir auch die nehmen, die zu sind. Und dann mache ich das auch mit der Platte drunter. Dann sieht das von außen halt einfach ein bisschen schnieker aus. Copy Shape. So. Die Frage ist, wie wir es anpinseln. Ich würde ja schon echt zu dem Dunklen tendieren hier. Die Frage, wie es ausschaut von unten. Machen wir vielfach einfach hier, zack, zack. Ja, von hier oben können wir es natürlich mit dem Textur machen, klar. Natürlich schöner aus. Ja, müssen wir mal gucken. Obwohl, die sehen wir jetzt eh nicht mehr. Wir machen das Geländer jetzt hier noch drauf. Genau, das einmal. So. Und einmal. Das normale. This one. Okay. Ja, das kann man halt schon schön anpinseln, hier, das Ding, ne?
Ja, das ist doch nice. Ja, wie gesagt, das gefällt mir nicht wirklich. Und ich glaube. Machen wir es an der Seite? Naja, sieht besser aus, oder? Runter können wir uns halt auch fallen lassen, wenn wir es ordentlich machen. Okay, machen wir das selber einmal hier. Obwohl, das ist eh das Verkehrte. Ich muss die Platte suchen. Du Blade, ey. Ja, jetzt zeigt sie mir so nicht an. Düp, 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 düp. Einmal heißt es Dreieck, einmal heißt es Schräg, also ganz, ganz wild hier alles. Wo wir können die erstmal nochmal hier dran lassen, eigentlich auch. Gucken wir uns dann nochmal von unten an, was besser ausschaut. So, lassen wir das mal hier. Okay, Geländer drauf. Obwohl, wir können die erstmal anpinseln hier. Dann machen wir ruhig alle vier. So. Geländer. Das einmal. Das waren. So. Perfekto. Ja, da guckt ein bisschen die Tür durch, ne? Aber so sieht's doch nice aus. Gefällt mir. Also mit der, also an der Seite, die Leiter sieht auch ganz gut aus. Ja, sieht besser aus wieder. Okay. Dann setzen wir die noch um, werten die auf. Und dann haben wir schon mal einen Aufgang. Also bisher bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen, hier mit der Butze. Ist immer ein bisschen was anderes, wie ich sonst baue. Oder gebaut habe. Wenn wir natürlich mal noch eben ready machen hier. Obwohl wir das vielleicht sogar auch das Innenleben hier besser in dem Ton machen. Ja, ich mache mal Licht an, ist für euch ein bisschen angenehmer, denke ich. So. Türchen rein. Zack. Leiter dran. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die drüben schon aufgewertet hatten. Nein. Okay.
Ja, da muss man mal gucken, die können wir ja nochmal anders anpinseln, wenn es jetzt irgendwie nicht so geil aussieht. So. Okay, und hier oben könnten wir dann nochmal ein bisschen kreativ werden. Klar, wir machen erstmal standardmäßig auf jeden Fall einmal Gitter drum. Und zwar machen wir so. Ja, das wird hier natürlich alles ein bisschen tricky werden, aber da müssen wir mal schauen, wie das ausschaut. Da kommt natürlich eine Luke hin. Also ganz zu hier oben, irgendwie mit Käfig drauf oder so Mist will ich nicht machen. Habe eh die Vermutung, dass wir hier oben wahrscheinlich nie irgendwie mal stehen werden. Hat die Frage, ob wir das überhaupt machen müssen. Deswegen, ich werde jetzt mal einmal hier mal eine Seite so dran setzen. Das auch noch gar nicht ganz machen. Einfach mal von unten luschern, ob es so ausschaut, wie ich es mir vorstelle. Oder ob wir das halt einfach sein lassen. Schön wäre halt, wenn wir jetzt hier irgendwie Dreiecke hätten. Haben wir aber nicht. Von daher ist die Frage, ob wir es dann nicht einfach so alles auf eine Ebene ziehen. Würde aber bedeuten, hier müssten wir auch noch raus. Oder man sagt halt, vorne machen wir es halt einfach so. Ansonsten müssten wir halt hier auch noch mal eine Reihe machen, dass wir hier ganz drum sind. Wäre halt nur so eine Abstoßkante, war so die Idee. Und hat halt den Vorteil, wir könnten halt auch noch runtergucken. Ja, ob es dann eins oder zwei breit, die andere Sache ist. Machen wir es da mit Geländer oder ohne Geländer? Na, so, dann könnte uns schon mal nichts passieren. Ja, aber das müssen wir uns jetzt mal einmal von unten anschauen, wie das ausschaut. Aber ihr seht es auch, dann ist auch das runter einfacher. Also das hätte natürlich auch noch einen Vorteil. Würde ich dann natürlich auch. Ja, in diesen Ton hier machen eigentlich. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, von unten sieht's scheiße aus. Also, gefällt mir gar nicht. Nimmt halt die komplette Form irgendwie von der Base, ne? Alter, ist das euer scheiß Ernst hier? Dass hier die ganze Zeit Alarm ist oder was? Nee, also das ist scheiße. Das können wir schon mal knicken, das können wir schon mal abhaken. Wir können noch ausprobieren, dass wir alles ein rausziehen als Abschlusskante. Also das ist das ganze knicken. Das sieht ja richtig scheiße aus. Da komme ich ja gar nicht mit klar. Wurde jetzt schon wieder Schmacht. Naja. Gut. Schauen wir uns das mal mit einer Abschlusskante an. Da würde ich halt mit Plates arbeiten, ne? Oder wir könnten halt auch mit dem Geländer arbeiten. Könnten wir uns ja auch nochmal angucken. Aber da muss ich eh erst wieder eine Plate setzen, weil das wieder so krumm sich eh nicht dreht. Ah. Okay, Platten.
So, das Ding ist halt, ich müsste diese Form halt erreichen. Ja. Aber wir können natürlich, was wir natürlich auch machen könnten, wäre auf jeden Fall so. Dann haben wir ja das tolle Dreieck. Also. Okay, das sieht scheiße aus. Das müssten wir, wenn dann hier ansetzen. Das könnte, glaube ich, sogar ganz cool aussehen. So als kleiner Flügel. So an den Seiten auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das kommt gut. Ich glaube, das können wir echt machen. Wir müssen es ja gar nicht ganz rummachen, ne? Soll ja einfach nur sein, so ein kleiner Abschluss. So. Zack. Was können wir auch einfach hier mal kopieren, eben fix, geht ja schneller. So. Ja, da könnte man halt überlegen, ob man da dann noch ein Geländer draufsetzt. Ja. Glaube, das kommt gut. Wenn wir das dann auch schön mit den dunklen Akzenten machen. Also von oben sah es cooler aus. Könnte das natürlich noch mal einen rausmachen, ne? Dass es noch mal ein bisschen weiter raussteht. Weiß ich noch nicht. Kann ich euch noch nicht sagen, Leute. Da die Folge relativ frühzeitig jetzt kommt, würde ich einfach sagen, ich lasse das jetzt erstmal so. Aber ich lasse das mal so dran und ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wer meint so mit irgendwie so einer kleinen Abschlusskante? Klar, hier diese Pfosten könnte ich natürlich auch wegmachen, dass wir eine ganze Kante kriegen. Aber ich würde die sogar am liebsten nochmal irgendwie ein, zwei höher ziehen, vielleicht. Mal gucken, wie das ausschaut. Und man könnte das natürlich auch so lassen. Oder man sagt halt, jetzt ist es natürlich dunkel, dass man das im Gesamten ein rausgeht. Also dass man die Form beibehält, nur einfach komplett ein raus. So war so der ursprüngliche Gedanke. Weil ich meine, wir müssen ja keine Plates nehmen, ich könnte auch Blöcke nehmen. Vielleicht sieht es dann ein bisschen besser aus. Das probieren wir nochmal aus an einer Seite. Aber erstmal sind wir bei einer halben Stunde, Leute. Ich habe keine Zeit. Ich muss hier eigentlich noch Folgen ballern. Keine Zeit heute. Deswegen müssen wir leider bei einer halben Stunde Schicht machen, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Nächste Folge werden wir hier nochmal an der Base verbringen, sehr wahrscheinlich. Und danach werden wir hoffentlich, wenn ich das noch schaffe hier in der Aufnahmesession, noch ein bisschen anderen Scheiß machen. Wir wollten uns die Drohne noch angucken. Vielleicht machen wir das noch. Ich sag einfach mal, lasst euch überraschen. Ich glaube, das ist am einfachsten. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis dann. Tschüssi.